Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Kam mal ständig weiter in meiner Wenigkeit Labor. Also ist jetzt die Achse da jetzt raus oder ist die Achse jetzt nicht da? Geh doch raus, Mann! So, das haben wir rausgenommen. So, jetzt muss ich gucken, ob ich diesen blöden Motorblock jetzt da rauskriege. Dass immer Leute nerven müssen, Leute. Wirklich ohne Scheiß. Einfach jetzt nur mal so gesagt. Wo ist eigentlich das hier raus? Weiß nicht, die Hebebühne wieder hoch machen. Kriege ich aber den raus oder was? Ja, das ist die Ölwanne. Was soll ich mit der Ölwanne? Das blöde Getriebe raus haben. Warum zeigst du mir nicht, warum? Da. Ja, nimm doch raus. Hallo. Hallo? Zugang zum Motorraum, ey. Ich muss jetzt nichts dazu sagen, oder? Also, man kann da von unten doch auch ran. Also. So, darf ich jetzt das Getriebe da rausbauen? Ja? Oder auch erst in 5 Stunden? Mann, also das geht mir jetzt aber gerade hier mega auf den Sack. Gerade wenn ich dann auch noch Leute nerven. So. Das kann eigentlich alles drinnen bleiben, ey. Das muss ich wirklich rausschrauben. Och mein Gott. Ja, jetzt ist echt Sonntag. Das bei so einer alten Rostbeule. Darf ich jetzt meinen Motor da rausbauen? Zugang zum Motorraum. Gleich ist nichts mehr drin. Und ich darf immer noch nicht. Weil das da stört. Zugang vom Fahrwerk zur Hebebühne. Kann mich jetzt verarschen? Ich würde gerne den Motor rausheben, aber ich habe hier fucking keine scheiß Werkzeug dafür. Zeig mir doch an, was rot ist, Alter. Ich bin kein Automechaniker. Mama, geht nicht. Zugang zum Motorraum. Okay, wisst ihr was? Jetzt gleich platze ich aber. Er sagt zu mir, ich komme nicht ran. Jetzt sagt er Zugang zum Motorraum. Was möchtest du jetzt, liebes Spiel? Darf ich jetzt den Motor rausnehmen? Nein, darf ich immer noch nicht. Weil, warum, wieso, weshalb? Das kann ich nicht rausnehmen, weil mir jetzt hier die Kolben fehlen. Und die Kolben kann ich nicht rausnehmen, weil was? Jetzt steht hier Zugang mit Fahrwerk Hebebühne. Wollt er mich jetzt verarschen? Ich brauche dieses fucking Teil, wo ich den Motor mit rausheben kann. Warum gibt es das hier nicht? Das ist nur, dass du Dingens. Hier fehlt mit so einem Kranhebel dran, Leute. Wieso habe ich das nicht? Wo steht das Ding? Was bin ich für eine Werkstatt, wenn ich hier nicht mal ein Fahrzeug, so ein Teil habe, wo ich meinen fucking Motor mit rausheben kann?
Gibt's nicht. Das, ich bin doch keine Werkstatt, das hier ist eine Krüppelwerkstatt. Wann kriege ich denn diese Teile? Hm? Keine Ahnung, da oben kriege ich ja Schweißen. Guck mal, Karosserie darf ich auch erst am Level 4 machen, also. Wie soll ich dann den Motor reparieren? Ich darf ja nicht die Kolben rausnehmen. Ich muss ja hier diese Kolben rausnehmen, aber die Kolben kann ich nicht rausnehmen, weil mir irgendwas anderes fehlt. So, also ist doch dieser Auftrag total für die Katze. Warum Einkaufsliste da? Ja, der ist kaputt. Ja, den kann ich mit dem Kompressor überprüfen, aber ich habe das Ding gar nicht. So, und die Dinger kann ich auch nicht rausnehmen, weil, frag mich warum. Und wenn ich jetzt das hier versuche, irgendwie anzuvisieren, das funktioniert dann auch wieder nicht. Also das ist doch dämlich. Das geht mir gerade richtig auf den Sack. Mach doch weiter nach oben die Ansicht. Kann ich nicht. Bin ein Spiel. Ich kann mich nicht nach oben drehen. Ja, also gleich platze ich hier. Wirklich ohne Scheiß. Das ist gerade der größte Humbug in der Nation. Ich soll einen Auftrag annehmen, den ich gar nicht erledigen kann, weil ich das gar nicht alles ausbauen kann. Sagt mir, wie ich das entfernen kann. Sagt er mir nicht. Warum nicht? Ist ja klar, ich muss erst jetzt hier die Dingens rausziehen. Siehst du? Und da sagt er mir, ich soll erst den rausziehen. Aber wie soll ich den jetzt demontieren? Sag's mir. Bei jedem Teil hat er mir das angezeigt, Leute. Den Kopf kannst du oben ja auch nicht runternehmen. Also ich sehe nichts, dass hier rot leuchtet. Schwachsinn. Muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen, also ich bin kein Automechaniker, also ich kann euch nicht sagen, wie man die Dinger entfernt, aber anzeigen wäre ja schon mal ziemlich toll, oder? Warum kann ich die nicht entfernen? Sag's mir. Also, dass man die nicht so rausziehen kann, das ist mir schon alles klar, ja? Aber er muss mir doch zeigen, was ich machen muss, um diese Dinger jetzt zu entfernen. So. Aber er tut's nicht. Er zeigt uns gar nichts an. Oh, sowas kann ich nicht ab. Warum kann man nicht einfach da auf einen Knopf drücken? Ganz hoch. Runter. Ablassen. Fertig. Nein. Das ist ABM. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Drück auf die Knöpfe. So, nimm mal die Ölwanne noch ab. Vielleicht funktioniert dann die Scheiße. Was keinen Sinn macht. Geh doch da mal weiter in den Motor rein. Hallo. Von unten kann ich es entfernen, die Kolben. So. Ist ja jetzt auch schön, dass ich das selbst herausgefunden habe, aber warum zeigt er mir nicht an? Ey, du musst bitte unten die Kolben, die Ölwanne abschrauben, um das loszukriegen. Ich habe das ja nicht gelernt. Ich bin ja kein Automechaniker. Ja? Also ich habe nichts dagegen, sowas zu machen oder sowas auch herauszufinden, aber dann dichte mir nicht vorher alles voll vor und dann auf einmal, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr, dir irgendwas vorzudichten. Bullshit.
Kann ich nicht ab sowas. Ich kann es nicht ab, wenn man was suchen muss, weil es keinen Sinn macht. Gib mir die blöden Kolben jetzt. Warum darf ich den jetzt wieder nicht rausheben, weil ich da wahrscheinlich wieder irgendeine Schraube vergessen habe. Fick dich einfach, fick dich einfach, fick dich einfach. Boah, ich bin gerade richtig aggro, Alter. Geh doch da mal vernünftig ran. Nee, ich kann das nicht. Warum kriegt man hier dieses blöde Werkzeug nicht, dass man den Motor da raus... Was bin ich für eine Werkstatt, wenn ich nicht mal einen Motor... ...dingen habe? Sorry, Leute, aber das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also das finde ich als Freischaltung schon ein bisschen lächerlich. Ne? So, wie soll ich das jetzt hier sehen, vernünftig? Wo sind jetzt hier noch Schrauben? Da haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir. Da noch. Könnte sein, muss aber nicht. Weiß ich nicht. Will ich ausprobieren. So. Könntest du unter dem Auto weggehen? Dankeschön. Darf ich jetzt die anderen zwei Kolben da auch noch rausholen oder lässt du mich jetzt wieder nicht? Oh ja, ich darf die Kolben. Ja. Oh, wie geil. Oh ja. Gib mir die Kolben. Dankeschön. Oh, leckt mich an den Fußnägel hier. Echt. Man kann es auch kompliziert machen. Statt mir das einfach zu zeigen. Wo sind die scheiß Kolben? Oh, ein fucking Kolben nur. Mehr nicht. Für ein fucking Kolben habe ich das jetzt alles auseinandergebaut. Er ist so schwul, dieses Auto. 48%. Also ich finde das ja schon ziemlich geil, das da einzubauen und so, ja? Ich muss euch das jetzt ganz ehrlich gestehen. Ich finde das viel... Nein. Da ist jetzt ein Fehler mit reingekommen. Da muss ich auch gucken. Ja, okay, die passt. Das sind 64%. Ja, ich finde das wirklich schon geil. Aber warum habe ich fucking normal kein so ein Ding zu dem Motor rausheben? Jetzt mal ohne Scheiß. Warum nicht? 48% haben wir vorher gesagt. Was ist das hier für eine Werkstatt? Aufpassen, 48%. So. Nach der Folge mache ich dann auch erstmal Schluss, weil sonst kriege ich hier echt gleich Pimpanellen. Also das Auto versuche ich natürlich noch fertig zu kriegen. Das ist eine Schrauberei. Es ist wirklich schon cool, was du da alles dann so rausschraubst und hier machst und da machst. Ich finde das wirklich absolut genial. Aber das vorhin, dass er mir das nicht anzeigt, das kann ich nicht nachvollziehen. Sorry. Kann jeder halten, was er will von. Vorher hast du alles angezeigt und jetzt auf einmal, dann zeigst du es nicht an. Dann, wenn es in dem Sinne schwer wird, da wo man dann keinen Plan mehr hat in dem Sinne. Okay, haben wir
auch wieder. Wasserpumpe, Leute. Ich gucke jetzt, ob ich jetzt wirklich alles... Jetzt darf ich auch wieder ran. So viel wie möglich jetzt hier so schon wieder rankriege. Danach krabbeln wir unter das Auto. Machen dann den Rest. Und sollte das schon ganz gut klappen, denke ich. Abdeckung. Hier haben wir auch. Das Zeug muss auch ran. Umlenkrolle. Zahnriemen. Guck mal, Zahnriemen haben wir alles, ne? Hier sollte jetzt eigentlich alles dran sein. Was? Ja, da müssen wir dann die Hebebühne anheben. Mal gucken, was uns noch hier fehlt. Ah, hier, Zündkabel. Das kommt erst einmal hochheben. Aber Leute, ich habe alles. Okay, hoch mit dem Schlüssel. Weiter geht's. Prozent. Oh, oh. Nein. Gucken, ob wir das Schwungrad reparieren können. Weiß ich nicht. Ach, guck mal, das könnte man sogar auch reparieren immer. So, aber Schwungrad war nicht dabei. Schwungrad war 48, ne? Ja, das ist jetzt wirklich eine gute Frage, Leute. Was macht man? Es ist ja genau am Limit, ne? Weil was ich ausgebe. Was? Hieß das nicht? Ich jetzt. So, Punkt. Boah, Kevin, was machst du? Bremsanlage, wo ist das blöde Schwungrad? Kupplung, Schwungrad, Standard. Es sind 500 Euro, ne? Nein, es hat 48% und 48% ist erlaubt. Baue ich nicht ein, nicht, dass ich das nachher nicht wieder kriege von dem Typen. Da habe ich nämlich jetzt absolut keinen Bock drauf. Naja, wir gehen auch erstmal unter das Fahrzeug und weg und fangen an von hier unten erstmal zu schrauben. Ölfilter können wir noch reinmachen. Oh, brauchen wir noch einen neuen. Ölfilter Standard. Ölfilter Standard. Schön. So, Ölfilter Standard. Sehr schön. Ja, die Dinger haben wir jetzt ja alle von der Hand aus repariert. Ich weiß nicht, ob die das... Oh. Oh, 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 oh. Stopp, 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 stopp. Der ist ja mal richtig im Arsch. Der war ja mal richtig im Arsch.
Den können wir anscheinend auch nicht reparieren. Pleu. Der Standard, ne? Pleu-Lagerdeckel brauchen wir zweimal. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Wie hießen die? Pleu-Lagerdeckel. Deckel ist es nämlich. Pleu-Lagerdeckel. Alles klar. Pleu-Lagerdeckel zweimal bitte. Alles klar. Und dann benötigten wir noch ein Kurbelwellenlagerdeckel. Okay, Kurbelwelle. Kurbelwellenlager, Standarddeckel. Zack, so, das Ding hätten wir dann auch mal gerne. Da fehlt doch mit Hundertprozentigkeit noch was. Ah, er sagt an, ich soll den Deckel draufsetzen. Also setzen wir einen Deckel drauf. Prozent ist genehmigt. Dann hauen wir die da lieber wieder drauf. Ich weiß nicht, Leute, ob der das dann bezahlt oder nicht bezahlt. Dann machen wir das mal lieber. Das Getriebe hätten wir in dem Sinne nicht abschrauben müssen und die Kupplung auch nicht. Das hätte auch so geklappt. Ich muss mir das halt merken, dass ich unten an die Ölwanne rangehen muss. Und dann klappt das ja nicht. Bauen wir den ganzen Gedöns auch noch ran. Dann bauen wir eine. Auto, da, Auto, Auto. Danke, danke, danke. Auch wieder da rein. Einmal drehen. Ja, nehmen wir es noch im Inventar, was übrig ist. Anlasser. Aber der Rest ist alles verbaut. Und Anlasser. Jetzt sagen wir ja, was mir hier noch fehlt. So sehe ich jetzt gar nichts. Doch da. Reinkippen. Ich hoffe, dass die Karre wieder läuft. Haben wir jetzt alles wieder richtig zusammengebaut oder nicht? Bin ich jetzt mal gespannt. Komm mal. Na, runter mit dir. So, damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische, wenn ich wieder ein bisschen runtergefahren bin. Das ging mir gerade ein bisschen auf den Sack, dass ich das nicht gefunden habe. Aber was soll's, Leute. Gehört halt dazu, ne?
Und dich stellen wir dann schon mal auf die Hebebühne. Das war dann Bescheid, wissen wir. Oder springt nicht an. Ja, aber ich muss doch, dass du den da bitte hinbringst. Achso, danke schön. Ja, sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.